Hallo und herzlich willkommen. Heute erklären wir euch, wie die Milch entsteht. Die Meier ging auf eine Autotour. Auf einmal fragte Fritzchen auf der Rückbank: Papa, wie entsteht eigentlich die Milch? Der Bauer hörte mit. Keine Ahnung, sagte der Papa. Der Bauer, der auf der Wiese am Melken war, ging zu Friedchen. Der Hund bellte verrückt. Also Kleine, die Milch entsteht, indem die Kuh etwas frisst. Das schluckt sie dann ohne zu kauen runter. Wenn sie später genug hat, lädt sie sich hin und fängt dann das Futter wieder aufzuwürgen. Das kräut sie dann und schluckt es wieder. Dann geht das Futter in den Netzmagen. Das sind kleine Mikroben. Die sortieren dann die Nährstoffe. Für die anderen Nährstoffe geht es dann weiter in den Blättermagen, den Labmagen und zum Schluss noch in den Pansen. Die Milchstoffe gelangen dann in das Euter. Dort wird die Milch noch fertig gebildet. Und so entsteht die frische Milch. Oh, wir müssen dann mal. Oh ja, Adi. Mm-hmm.